Herzlich willkommen und hallo, heute am 4. Dezember. Heute haben wir auch einen Klassiker der Brauerei Gusswerk in unserem Kästchen Nummer 4 drinnen, nämlich unseren Edelguss Radler, ein Zitronen-Limetten-Radler, gemischt und gefertigt aus unserem sehr beliebten Edelgussbier. Ja, ich habe schon gesagt, Zitrone, Limette sind hier die Hauptbestandteile. Und was mir persönlich ganz wichtig ist bei diesem Radler, ich habe diesen Radler vor 12 Jahren, glaube ich, das erste Mal, oder 13, 14, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich den eingeführt. Mir war damals ganz wichtig, einen Radler zu machen mit 60% Bieranteil und 40% Limonadenanteil. Sagen wir so, wie ein Radler früher war in den 80er, 90er Jahren, also keine, ich sage jetzt immer, kein Limo-Radler, wo eigentlich der Radler nur mehr nach Limonade schmeckt, sondern ein Radler, der durchwegs auch noch bierige Noten haben soll, darf und meiner Meinung nach muss. Ja, wir schenken ihn ein, schön schräg halten. Der Schaum beim Radler ist natürlich immer so eine Sache, ist relativ leicht, geht der wieder weg. Man sieht es auch hier, hat natürlich einfach den Grund, dass wir hier 40% Limonadenanteil haben, natürlich auch zitronige Limetten, Bestandteile, Komponenten, teilweise auch Öle natürlich, die also hier schaumzerstörend sind. Wir sehen von der Farbe, ist doch ein normales und Anführungszeichen Bier, ein heller Radler, ist auch naturtrüb. Wenn wir jetzt riechen, riecht man sofort diese zitronigen und limettigen Komponenten, aber auch doch relativ deutlich einen bierigen Anteil. Die Kohlensäure, wir sprechen ja bei den Brauern von Rezenz. Das ist ein Fachbegriff, also wie ist die Kohlensäure im Bier eingebunden? Da geht es nicht primär um den Kohlensäuregehalt in der Menge oder Höhe, sondern vor allem, wie ist die Kohlensäure im Bier eingebunden? Ist hier auch sehr fein eingebunden. Man hat sofort saure Komponenten, natürlich Radler soll ja sauer, erfrischend auch sein. Die kommen ja dann hinten auf der Zunge. Wir stellen unseren Radler also nicht mit Süßstoffen oder irgendwelchen chemischen Süßungsmitteln her, sondern wirklich mit Biozucker aus Österreich, ist mir auch immer ein großes Anliegen. Also ein Biozucker, Rohrzucker aus Südamerika ist natürlich günstiger als ein österreichischer Biorübenzucker, aber uns ist es ganz wichtig, dass hier die Rohstoffe eben auch aus Österreich kommen. Dadurch hat man natürlich auch vorne auf der Zunge die süßen Komponenten drauf, da schmeckt man es. Bisschen die Augen zumachen, bisschen retronasal, runterschlucken, einatmen, ausatmen, kommen also die Aromen sehr schön hervor. Ja, ein anständiger, tadelloser Radler, würde ich sagen. Wie gesagt, mit dem 60% Bieranteil vielleicht nicht jedermanns Sache, das kann durchweg sein. Aber ich sage immer, wenn wer Limo trinken will, soll er Limo trinken. Wenn wer Bier trinken will, soll er Bier trinken. Und wenn wer einen Radler trinken will, soll er sich so mischen, wie er es gerne mag. In dem Fall vorgemischt eben mit einem höheren Bieranteil. Ganz bewusst, Alkoholgehalt immer noch gering mit 2,7 Volumensprozent. Kann man doch 2-3 auch trinken und vielleicht Seitel, kleine Biere und noch guten Gewissens Auto fahren. Das war's für heute. Ich freue mich auf euch. Morgen zur nächsten Verkostung. Bin schon gespannt, was morgen im Kalender drinnen ist und wünsche euch für den heutigen Abend noch viel Genuss und zum Wohl mit Biobieren aus der Brauerei Gusswerk. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.